Ich würde sagen, meine Freunde, wir gehen das Ganze heute ein bisschen strukturisierter an. Ich werde heute nicht großartig viel spielen, sondern primär mit euch reden und ein bisschen mit dem Chat debattieren und einfach über die möglichen Folgen von Artikel 13 reden, über mögliche Panikmache, die wieder geschehen ist und so weiter und so fort. Ich würde aber sagen, bevor ich jetzt hier weiter in meinem europäischen Parlament sitze, euch vollschwafel, Leute, gehen wir erstmal hin und schauen uns mal ganz kurz die generellen Abstimmungsmodalitäten an. Ich nehme an, dass ihr alle wisst, wie es generell aussieht. Kommen wir erstmal ganz kurz zu dem Abstimmungsergebnis auf deutscher Ebene. Ja? Was heißt das überhaupt und wie gewichtig und wie wichtig ist eigentlich Deutschland in diesem ganzen Prozess gewesen und was hat es eventuell mit dieser Nord Stream 2 Pipeline auf sich und so weiter und so fort. Das sind ja gestern Sachen publik geworden, wo ich mir dachte, alter Schwede, das kann ja wohl nicht wahr sein. Genau darauf würde ich gerne ein wenig eingehen. Beginnen wir erstmal mit Martin Sonneborn, Abgeordneter für die Partei. Falls ihr die Partei nicht kennt, die Partei ist eine politische Satirepartei, die dem Titanic-Magazin entspringt. Das Titanic-Magazin ist ein Satire-Magazin, was in Deutschland... Es ist halt ein Satire-Magazin. Was brauche ich da erzählen? Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, wo die größten Befürworter dieser Reform sitzen. Und zwar ist es tatsächlich die CDU und die CSU. Man sieht hier einen komplett grünen Block. Burkhard Balz hat sich seines Zeichens enthalten. Man kann quasi fast schon sagen, dass die konservativen Parteien Deutschlands komplett hinter dieser Copyright-Reform gestanden haben und dafür gewesen sind. So, jetzt ist ja im Großen und Ganzen da auch eine Menge publik geworden. Angela Merkel hat ja tatsächlich auch nochmal, nachdem Katharina Barley von der SPD, unsere Justizministerin, versucht hat, das ihr vorzulegen, hat gesagt, hey, Frau Merkel, schau mal bitte, das können wir so nicht durchgehen lassen, hat sie trotzdem von ihrem Recht Gebrauch gemacht und hat gesagt, nein, wir lassen das zur Abstimmung und wir machen das. Schade drum. Aber so ist es nun mal. Das heißt, Merkel steht auf jeden Fall auch hinter ihrer Partei und unterstützt diese Politik. Hat aber, wie jetzt gestern wohl publik geworden ist, noch ganz andere Ursachen als vorerst angenommen. Eventuell könnte es sogar sein, ein gestriger Artikel der FAZ hat das aufgedeckt, wir haben einmal die Nord Stream 2 Pipeline, eine Pipeline, die von Russland über Deutschland nach Frankreich geht und eine Gaspipeline ist und dann Artikel 13. So, jetzt ist es wohl so, ich kann das mal ganz kurz zeigen, und zwar wurde gestern publik, dass tatsächlich dieser Deal mit Frankreich eventuell in Korrelation mit dem Freigeben von Merkel der ganzen Copyright-Reform steht. Ich muss mal ganz kurz den Artikel suchen. Kuhhandel zu Nord Stream, was eine Gaspipeline. Gehen wir ganz kurz den Golem-Artikel. Die werden alle von der FAZ rezitiert. Frankreich, erstmal ganz kurz zur Hintergrundinformation. Frankreich ist halt deutlich strikter in dem Urheberrecht. Ich rezitiere mal ganz kurz. Die Bundesregierung hat ihre Zustimmung zur erstrittenen EU-Urheberrechtsreform möglicherweise, ich sage wirklich bewusst möglicherweise, das ist jetzt auf Grundlage der Berichte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, möglicherweise mit anderen politischen Zugeständnissen verknüpft. Das heißt, dass die Bundesregierung gesagt hat, okay, wir gehen hin, stimmen im Großen und im Ganzen für diese Copyright-Reform, kriegen aber dann Zugeständnisse beim Bau der Nord Stream Erdgas-Pipeline. Das heißt, es gab da zwei komplett politisch unterschiedliche und unabhängige Thematiken, die miteinander verknüpft geworden sind und Frankreich dann gesagt hat, okay, wir lassen uns hier eventuell auf einen Deal ein. So, wir schauen mal ganz auf, was hier steht. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung einer Sache mit befassten Namen. Konkret soll es dabei um die Zustimmung Frankreichs zur Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 gegangen sein. Wie gesagt, das hier ist die Pipeline, meine Freunde, ist ein unglaublich riesiges Projekt. Ihr seht es ja hier, geht von Russland einmal bis nach Deutschland. Ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Erdgas-Pipeline, die Europa weiter mit russischem Erdgas versorgen soll. So, Frankreich und Deutschland hatten sich am 8. Februar sowohl beim Urheberrecht als auch über den Bau der Pipeline geeinigt. Schon mal relativ auffällig, dass das an einem Tag tatsächlich stattgefunden hat. Das löste in den Medien und sozialen Netzwerken sogleich Spekulationen aus, dass es einen Kuhhandel gegeben habe, um beide Themen zu verknüpfen. Das ist scheinbar jetzt mittlerweile zum Teil bestätigt worden durch einen Beamten, der wohl mit bei diesen Unterverhandlungen teilgenommen hat. Nord Stream 2 könnte ein so großes Thema sein, dass vielfach deutsche Zugeständnisse an Frankreich einschließen könnte. Schrieb das US-Medium Forbes, die Urheberrechtsreform könnte eine unmittelbare Möglichkeit eines Tauschgeschäfts sein. So, im Großen und Ganzen kann man sich das so vorstellen. Deutschland möchte diese Pipeline bauen, braucht aber Frankreichs Zugeständnis. Was wird also Deutschland im Gegenzug anbieten können? Eine Sache, auf die Frankreich sehr erpicht gewesen ist, ist die Durchsetzung dieser Urheberrechtsreform, denn französische Nachrichten-Outlets und Medien-Outlets sind da nochmal strikter gewesen als deutsche Outlets und waren sehr, sehr gut in ihrer Lobbyarbeit, französische Parlamentarier davon zu überzeugen, dass dieses Urheberrecht sehr wichtig ist. Dass Deutschland eventuell hingegangen ist, beziehungsweise die Bundesregierung in dem Fall hingegangen ist und gesagt hat, hey, liebe französische Regierung, wir können euch anbieten, ebenso im Großen und Ganzen, beziehungsweise meine Partei als
Angela Merkel dann in dem Falle, die CDU, CSU, wird sich vollständig hinter diese Urheberrechtsreform stellen. Das hat sich dann im Februar entschieden. Wenn ihr uns im Gegenzug erlaubt, diese Pipeline zu bauen. So, das war schon mal eine Sache, die ein Stück weit aufgefallen ist. Dann gab es aber noch ein paar Geschichten, die mich selber ein bisschen stutzig gemacht haben. Auch Aussagen von einem Abgeordneten namens Daniel Kaspari, seines Zeichens Mitglied der überraschenderweise CDU. Das habe ich heute Morgen selber live gesehen und ich war sehr erschrocken. Ich möchte mich erstmal hier an der Stelle bei Julia Reeder und gerade auch bei Timo Wölken bedanken, aber an der Stelle explizit bei Julia Reeder, die heute unglaublich stark gewesen ist. Die Rede von ihr im Parlament wurde mehrfach durch kindliche Zwischenrufe und seltsamen polemisches und populistisches Verhalten unterbrochen, dass ich mir teilweise dachte, das kann doch nicht sein, dass Politik auf europäischem Niveau von solchen Menschen bestimmt wird. Schaut es euch mal selber an. Also im Europäischen Parlament, schon mal kurz vorweg, ist es so, jeder bekommt eine Redezeit zugewiesen. Nach dieser Redezeit hat derjenige auch die Schnauze zu halten. Da gibt es blaue Karten. Diese blauen Karten darf man dann hochheben und daraufhin darf man dann eine Frage stellen, die maximal, glaube ich, 30 Sekunden dauert. Wird die Bundesregierung trotzdem, liebe Kollegen, ich bitte Sie, Sie haben alle Ihre Zeit. Ich möchte bitte auch meine Rede halten dürfen. Dankeschön. Frau Vorsitzende, ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass gerade zur Diskussionsrunde tatsächlich sehr, sehr wenig Leute im Saal gewesen sind. Das Europäische Parlament sieht tatsächlich größtenteils oft so aus. Es ist oft relativ leer, wenn man sich mal verschiedenste Streams zu verschiedensten Abstimmungen anschaut. Ich warte, bis sich die Kollegen beruhigt haben. Excuse me, Madam Reeder. Frau Reeder. Herr Brock, bitte. Madam Reeder has the floor. Frau Reeder spricht. Respekt. Im Tausch gegen Frankreichs Zustimmung zur Nord Stream Gas Pipeline. Das ist die Sache, wo wir eben drüber gesprochen haben. Das Tragischste an diesem Vorgang ist. Madam. I'm delighted you're all wide awake. Ich freue mich, dass Sie alle so wach sind heute Morgen. Aber wir sollten doch Frau Reeder die Möglichkeit geben, zu sprechen. Und zwar beide Seiten des Hauses. Damit habe ich ausdrücklich nicht die tausenden jungen Menschen. Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte gewesen. Daniel Kaspari, der, glaube ich, in einem Interview der Bild-Zeitung gesagt hat, es gäbe eine 450-Euro Aufwandspauschale für Demonstranten bzw. bezahlte Demonstranten, die tatsächlich dafür gezahlt worden sind von Interessenverbänden Google, Facebook und Co. dafür, dass sie auf die Demos gehen. So, und jetzt versucht er das Ganze zu rechtfertigen und scheißt dabei komplett rein. Hört mal ganz kurz hin. Damit habe ich ausdrücklich nicht die tausenden jungen Menschen gemeint und die tausenden Menschen gemeint, die auf die Straße gehen, die vom Recht auf Demonstration Gebrauch machen. Ich werde das immer verteidigen, weil ich überzeugter Demokrat bin. So, Nummer eins, er ist halt über seine 30-sekündige Fragestellung heraus, nutzt diese Zeit nicht, um eine Frage zu stellen, sondern um sich zu rechtfertigen und ignoriert komplett, dass seine Zeit eigentlich schon längst abgelaufen ist und er eigentlich tatsächlich da an der Stelle nichts mehr zu sagen hat. Jetzt gleich wird aber auch tatsächlich dafür gesorgt, dass er nichts mehr sagt. Okay. Aber wenn die Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem Artikel mit der Ja, sie haben einfach sein Mikrofon ausgemacht. Finde ich eigentlich ganz witzig, dass sie einfach gesagt haben, so, nee, Digga, deine 30 Sekunden sind rum. Es reicht. Also ich glaube, da gibt es eine gewisse Kulanzfuß und irgendwann ist auch gut. Also sie haben einfach das Mikrofon ausgemacht. Ich glaube, es ist relativ offenkundig gerade zu sehen gewesen, wie Julia Reeder da aufs Härteste angegangen worden ist. Kommen wir mal ganz kurz zu ein paar Videos, die ich mir gerne anschauen möchte. Wir haben jetzt kurz die Abstimmungsmodalitäten durchgegangen. Wir haben Dinge durchgegangen, unter anderem natürlich auch das Demonstranten angeblich gekauft sind. Dazu zur Hintergrundinfo. Es gab tatsächlich, ich möchte jetzt mal ganz kurz frei sprechen, eine Aufwandsentschädigungspauschale für Leute von verschiedensten Interessensverbänden. Wir YouTuber fallen da nicht runter. Ich habe selber noch kein einziges Angebot erhalten, wo mich jemand gefragt hat, hey, hast du nicht eventuell Interesse, ein Video zu machen? Wenn ich auf etwas Politisches aufmerksam mache, dann mache ich das, weil das meine freie Meinung ist und weil ich selber als Bürger des deutschen Staates und als Bürger der Europäischen Union tatsächlich dahinter stehe und sage, das ist eine Sache, die mich persönlich interessiert. Keiner von den Leuten, die ich kenne, auf YouTube im Social Media Bereich, würde seine Meinung und seinen Einfluss erkaufen lassen für politische Instrumentalisierung. Nummer zwei ist, es gab tatsächlich eine Aufwandsentschädigung im Wert von 450 Euro für Interessensverbände, die nach Brüssel wollten, um dort mit den Abgeordneten zu reden. Heißt tatsächlich, das gab es auch, das hat Julia Reeder auch heute selber gesagt, es gab das Ganze auch von der anderen Seite, sprich von den Lobbyverbänden, von der GEMA oder der VG Wort, die dann halt gesagt haben, Autor oder Komponist XY, wenn du nach Brüssel möchtest und direkt mit den Abgeordneten reden möchtest und den Abgeordneten quasi deinen Standpunkt zu dieser Reform erklären möchtest, dann unterstützen wir dich mit einem Kostenzuschlag, mit einer Reisekostenpauschale von X Euro.
So, das ist, was es gab. Herr Kaspari hat daraus dann gemacht, es gab 450 Euro für Demonstranten, die auf die Straße gehen, hat versucht, sich da heute zu retten. Er hat irgendwie verkackt, keine Ahnung. Hat er nicht hinbekommen, seinen Kopf da irgendwie aus der Schlinge zu ziehen. Zumindest in meinen Augen. Ich weiß nicht, was Luca in seinem Video gesagt hat. Denn das Wichtigste, was wir jetzt wirklich machen müssen, ist am 26. Mai wählen zu gehen. Bei den Europawahlen und einfach zu sagen, hey, Politik, so kann es nicht weitergehen. Also falls ihr über 18 seid, dann geht bitte wählen Ende Mai. Und für die Leute aus Österreich, wenn ihr 16 seid, könnt ihr sogar schon wählen. Da gibt es das aktive Wahlrecht sogar schon ab 16 in Österreich. In Deutschland ist das noch nicht der Fall, das ist erst ab 18. Falls ihr nicht über 18 seid, dann bitte redet mit euren Eltern, euren Verwandten, Freunden etc. und informiert sie einfach darüber, was hier gerade so abgeht. Ich glaube, dass der quittierte Denkzettel für die Union nötig ist, aber ich möchte jetzt nicht irgendeine Wahlempfehlung aussprechen. Das müsst ihr für euch selber machen. Da kann man sich ganz genau anschauen, wer dagegen ist und wer nicht. Ich verschiebe mich mal kurz hier aus dem Bild raus. Man sieht das hier, glaube ich, ganz gut, welche Parteien dafür und dagegen gestimmt haben. Aber es gibt doch Parteien, die sich dagegen ausgesprochen haben, die ich trotzdem nicht wählen würde. Eine Sache, die ich mir noch gerne anschauen möchte, Herr Newstime hatte nochmal Axel Voss im Interview, da würde ich nochmal gerne ganz kurz drauf zu sprechen kommen und danach möchte ich noch ein paar Sachen zur Europawahl sagen. Herr Voss, hallo. Ich denke, die Kollegen kennen sich ja bereits. Sie kennen Sie mich noch, Herr Newstime hier. Ja, mal wieder. So treffen wir uns wieder, Herr Voss. Alle recht herzlich grüßen und sagen, bitte regen Sie sich nicht zu sehr auf über das, was wir heute hier verabschiedet haben. Aber es lädt doch ein zum Aufregen. Es kommt nicht so schlimm, wie Sie sich das immer ausmalen. Es wird das ganze Leben im Internet genauso weiterlaufen. Das ist halt eine Sache, allein von der Art, wie er redet, von seiner Rhetorik geht mir das gehörig gegen den Strich. Also er ist halt automatisch natürlich, weil er halt weiß, dieser Stream wird auf YouTube gestreamt in einer Verteidigungsposition. Aber wie er die Sache halt angeht, er sagt halt wirklich, ich setze mich nochmal ganz kurz ins Parlament. Ja, regen Sie sich nicht so auf, es wird schon nichts passieren, das Internet wird nicht zensiert, Filter kommen nicht, sie stehen nicht im Text drin. Ich ratter hier quasi gerade einfach nur alles runter, was ich schon 10.000 Mal gesagt habe. So, und das ist auf jeden Fall schon mal eine Art zu reden, die ich an der Stelle überhaupt nicht gebrauchen kann, die ich einfach gar nicht hören kann. Ich bin gerne bereit, um die Systematik Ich würde tatsächlich gerne auf den Punkt zurückgreifen, mit dem Zusammensetzen, um die Systematik aufzugreifen. Also stimmt, denn Sie sind ja in Bonn und der Kollege sitzt, glaube ich, auch irgendwo in der Nähe von Bonn. Ja, gar nicht so weit weg. Newsy, bitte nimm mich, Rezo und Solmecke mit. Ich würde mich sehr gerne argumentativ mit Axel Voss an einen Tisch setzen und persönliche Argumente vortragen und erklären, was das ganze Problem an der Geschichte ist. Vielleicht hast du ja Interesse, den einen oder anderen von uns mitzunehmen. So, keep rolling. Einfach aus der EU austreten. Ich glaube, dass wir alle im Herzen gerne Teil der EU sind. Wir sind gerne Teil dieser Europäischen Union, weil diese Europäische Union für unsere sehr, sehr kulturell vielfältige Region extrem wichtig ist. Nicht nur politisches Gewicht, sondern auch ein sehr kulturelles Gewicht mit sich bringt. Und wir uns glücklich schätzen können, dass sich diese einzelnen Staaten auf eine gemeinsame Europäische Union verständigt haben. Opas Hansen, 1974. Ich bin als alter Zuschauer, bin sehr begeistert von deiner Art, darüber zu reden. Vielen, vielen Dank für das Kompliment, Digga. Dankeschön. Es freut mich sehr, dass das dich hier anspricht und dir gefällt. Gegenüber diesen anderen Rechten das, Palutens Video schauen wir gleich, also ja. Respekt wird hier immer gezeugt. Der einzige Respekt, den wir die Tage über nicht erleben durften, war dieses mit den 400 Euro, dass die Demonstranten bezahlt worden wären. Ja gut, aber da muss man ja auch sagen, das geht ideal. Das kommt nicht von Ihnen. Aber aus Ihrer Fakultät kam das Ganze. Nein, auch nicht. Geht zurück auf einen Zeitungsartikel in der FAZ und da stand das drin und wir gehen mal davon aus, dass... Der hat es ja aber nicht auf die Demonstration bezogen, der Zeitungsartikel. Der hat sich auf Reisen ins EU-Parlament gezogen. Aber auch das ist eigentlich ein völlig sachfremdes Argument, was Sie hier bringen. Sie tun immer... Shaker, deutsche Europarlamentabgeordnete waren mehrheitlich dagegen. Deswegen die Frage, wo die Stimmen herkommen. Frankreich interessant zusammen mit dem FAZ-Artikel. Ja, Frankreich ist tatsächlich einer der großen Befürworter gewesen. Und in der europäischen Abstimmungsmodalität ist es halt nun mal so, dass Frankreich und Deutschland die meisten Stimmen im Europaparlament haben, weil sie auch rein bevölkerungstechnisch die meisten, die größten Bevölkerungen in Europa sind. So, schauen wir mal weiter. Mal so, als ob hier irgendwelche komischen Vorgänge sind. Nein, es geht nur darum, den Text, den wir auf dem Tisch haben, irgendwie entsprechend
entsprechend politisch mit Mehrheiten zu versehen. Das wesentliche Problem, was ich sehe, zum einen sagen Sie, Sie möchten auch diese Großkonzerne in die Verantwortung nehmen, aber zum anderen, was Sie tatsächlich bewirken, Sie stärken diese Großkonzerne, weil die imstande sind, Facebook und Google sind imstande, einen Uploadfilter herzurichten. Ja, Facebook und Google Facebook sind imstande dafür. Ist. Und Google hat zwar die Rechenleistung, aber ich möchte da auch nochmal auf den Artikel 13 verweisen, auf den Text von Artikel 13 verweisen, wo wir ja eine Abstufung vorgenommen haben und wo ganz klar aus... Ja, aber diese Abstufung, Herr Voss, gestaltet sich ebenso schwierig, weil da hat doch Christian Solmecke mit Riso schon ganz gut referiert. Als kleine Plattform, selbst wenn ich unter dieser Umsatzgrenze von 5 Millionen Euro, glaube ich, sind, muss ich bestmögliche Anforderungen unternehmen, um mit sämtlichen Lizenzinhabern Lizenzen abzuschließen. Was das jetzt genau heißt, ob ich jetzt als kleines Minecraft-Forum hingehen muss und sämtliche Verlage, die VG Wort, die GEMA und so weiter und so fort anschreiben muss und mit denen halt 10 Millionen Euro sind, und dann mit denen einen eigenständigen Lizenzvertrag abschließen muss, oder ob es schon reicht, einfach nur die GEMA anzufragen, einen Lizenzvertrag abzuschließen, das ist halt die Frage, das ist halt nicht definiert. Und es ist auch unglaublich schwierig, einen Upload-Filter Lite zu bauen, denn wie soll ein Upload-Filter Lite funktionieren? Wie soll ein Upload-Filter dann bitte funktionieren? Ich meine, was soll dann dieser Upload-Filter nicht erkennen im Gegensatz zu einem großen Upload-Filter? Wie ist das rein technisch umsetzbar? Das ist halt die Schwierigkeit an dieser ganzen Geschichte. Diese Abstufung hervorgeht, wir wollen nicht die gleichen Anforderungen von kleineren Plattformen zu größeren Plattformen. Da gibt es einen Verhältnismäßigkeitstest. Ja, niemand weiß genau, was diese Verhältnismäßigkeit heißt. Es steht drin Verhältnismäßigkeit, das ist schön und gut, aber was genau heißt diese Verhältnismäßigkeit? Das ist ja nicht klar definiert. Ja, genau das. Diese Probleme ja sehen. Nur ich möchte Sie bitten, auch zum Ende zu kommen. Ja, ich wollte Sie auch kurz bitten, können wir ein Stück rübergehen, weil ich stehe hier in dem Busch. Auch gerne. Ich mag übrigens Ihre Schnürsenkel. Herr Voss, da möchte ich Sie auch nicht weiter aufhalten. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit erstmal. Ja, wie gesagt, wir kommen da nicht zusammen. Kiss das ja entsprechend mal einleiten. Genau, da wäre ich dabei. Da wäre ich dabei. Den Text irgendwie durchgehen. Auf ein schönes Kaltgetränk. Nur um Verständnis, dass die Wahlzeiten jetzt nicht permanent irgendwelche Möglichkeiten. Ja, ich studiere Recht und bestmöglich ist einfach nur eine gängige Floskel und eine Lücke zu retuschieren. Und genau so hat Christian Solmecke mir das auch erklärt. Bestmögliche Anstrengungen heißt so viel wie, wir wissen noch nicht genau, wie wir die Verhältnismäßigkeit ausdrücken sollen. Also wir schreiben es jetzt einfach mal so rein und gucken dann mal, wie es dann der nationale Gesetzgeber in ein Gesetz umwandelt. Also das heißt, nicht unglaublich stichhaltig. Einfach nicht stichhaltig und nicht genau benannt, was man jetzt tun soll, das kleine Plattform. Gucken wir mal ganz kurz, was der Kollege Paluten gemacht hat, Alter. Jetzt geht's aber hier los. Moin, Leute! Am heutigen Tag wurde Artikel 13 im Europäischen Parlament verabschiedet und die Panik auf YouTube ist mal wieder groß. Ich hoffe mal, dass Paluten mir damit jetzt einige Sachen aus dem Mund nimmt, denn ich möchte noch mal ganz kurz hinweisen auf Kollegen... wie den hier. Ich weiß nicht, ob das Video von ihm noch online ist. Mein Kanal wird gleich das Ende von YouTube. Ja, Bruder, da kann man schon sehen, was ich von dem Kerl halte. Ich glaube mal, dass Paluten das jetzt ganz gut zusammenfasst. Und ich muss zugeben, ich weiß nicht ganz genau, warum. Beim ersten Mal war es ja so, dass viele YouTuber dieses ganze Thema als Clickbait irgendwie ausgeschlachtet. Und jetzt ist es wieder ähnlich. Viele Kommentare haben mich ereilt, wo geschrieben wurde, ja, Paluten, morgen wird ja jetzt YouTube gelöscht und dein Kanal. Und dazu kann ich nur sagen, Leute, nein, das ist nicht der Fall. Ich möchte auch kurz sagen, Leute, ich bin definitiv nicht die intelligenteste Person auf diesem Planeten. Ich bin meilenweit davon entfernt und ich habe auch kein breit gefächertes politisches Wissen. Deshalb bildet euch bitte eure eigene Meinung. Artikel 13, ja, wurde am heutigen Tag im Europäischen Parlament verabschiedet. Aber das Ganze muss jetzt auch noch auf nationaler Ebene, also in Deutschland, verabschiedet werden. Und dort ist noch Spielraum. Viele Kommentare haben auch geschrieben, ich war jetzt demonstrieren und das war jetzt ja alles umsonst. Dazu kann ich nur sagen, nein, all die ganzen Sachen, die in den letzten Monaten passiert sind, die zahlreichen Demos, Leute, die Petitionen unterschrieben haben, das ist nicht umsonst. Wie man zum Beispiel aus der heutigen Liste sehen kann, an den Leuten aus Deutschland, wie sie abgestimmt haben. Da waren zum Beispiel zahlreiche von der SPD, die am Anfang bei der ersten Abstimmung noch dafür gestimmt haben, für Artikel 13, die jetzt sich dagegen ausgesprochen haben. Die ganze SPD in der Gänze hat sich dagegen ausgesprochen. Da war, ich glaube, es war genau Gabriele Preuß, die trotzdem dagegen gestimmt hat, aber irgendwie als dafür angezeigt worden ist. Also die SPD in der Gänze hat sich gegen diese Reform ausgesprochen, was vorher nicht so gewesen ist. Und ich nehme an, dass unsere Proteste und die Petition da einiges zu beigetragen haben, definitiv. Und das sind alles Konsequenzen aus
ja, aus Demonstration, aus Aufklärungsarbeit. Und das, finde ich, ist einfach Weltklasse. Jeder Einzelne muss immer selber für sich entscheiden, welche Partei nun zu einem passt. Das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung. Und für mich sind sie einfach unwählbar. Muss ich ganz ehrlich einfach so sagen. Und ich werde mir auch einzelne Namen definitiv merken, sodass ich da niemals in die Bedrohung komme, auch nur ansatzweise meine Stimme im entferntesten Sinne diesen Personen zu geben, weil ich es einfach schrecklich finde, wie sie sich verhalten haben und auch wie dreckig auch. Weil das ist ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich in meinem Leben noch nie so sehr mit Politik auseinandergesetzt. Und man hatte natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf, ja, Politik, schmieriges Geschäft, also. Ja, also das ist halt eine Sache. Ich bin schon immer jemand gewesen, der doch schon sehr interessiert am politischen und wirtschaftlichen Weltgeschehen gewesen ist, auch wenn man mir das vielleicht nicht unbedingt ansieht oder von mir annimmt. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass das jetzt, wie gesagt, für mich keine Überraschung gewesen ist. Ja? Lobbyismus findet in sehr vielen Bereichen statt, gerade in der Umweltpolitik. Reden wir von großen Ölfirmen wie BP oder anderen, die eine Menge Lobbyismus weltweit betreiben, um ihre grässlichen und komplett ausbeuterischen Taktiken gegenüber der Umwelt durchzusetzen. Also Lobbyismus ist ja keine Neuerfindung durch diese Debatte, ja. Lobbyismus ist schon immer durch unser demokratisch-kapitalistisches Grundsystem fest verankert gewesen in der Politik und ein Stück weit sicherlich auch berechtigt, gerade wenn man halt den Wirtschaftssektor und die Arbeitsplätze sieht. Aber was Paluten damit, glaube ich, sagen möchte, ist, dass das jetzt nochmal vor Augen geführt hat, wie schmutzig Politik eigentlich und wie unehrlich und unaufrichtig und undemokratisch Politik vor allen Dingen auch in manchen Fällen sein kann. Das jetzt wirklich mal so mitzuerleben, wenn man ein bisschen mehr in dieser ganzen Materie drinsteckt, dann ist es wirklich erschreckend, was für ein schmutziges und ekelhaftes Geschäft das Ganze doch ist. Jetzt kam ja gerade, es war glaube ich auch gestern von der FAZ, haben mich auch sehr überrascht, ein Artikel raus, dass scheinbar Frankreich und Deutschland da so ein bisschen Kuhhandel betrieben haben. Kuhhandel, wie gesagt, nochmal runtergebrochen. Ich gebe dir ein Schwein für meine Kuh. Zwei komplett verschiedene Tiere, zwei komplett verschiedene Thematiken. Wir haben einen Deal, wir sind cool miteinander und jeder zieht seinen Profit daraus. Das ist quasi das, was gerade mit dieser Nord Stream 2 Pipeline, der Erdgaspipeline aus Russland gemeint ist. Macht von eurem Recht Gebrauch, geht wählen und alle Leute, die eben jünger sind, eure Zeit wird kommen. Deshalb merkt euch solche Sachen. Merkt euch, was hier gerade passiert und zieht eure Schlüsse daraus. Redet mit euren Eltern darüber, redet mit euren Freunden darüber. Ich persönlich bin natürlich auch enttäuscht, wie das Ganze am heutigen Tag ausgegangen ist, aber es ist hier noch nichts vorbei. Richtig. So leicht geben wir uns definitiv nicht geschlagen. Kommen wir zum nächsten Thema, meine Freunde. Es ist noch nichts vorbei. Das ist ein ganz guter Übergang, den ich hier geschaffen habe. Ich bin echt froh, dass ich den Stream so sachlich durchmoderiert bekomme hier. Gehen wir ganz kurz hin und schauen, was Julia Reda heute noch gesagt hat. Eine auch sehr wichtige Sache. Denn Julia Reda hat heute auf eine Sache aufmerksam gemacht, dass es tatsächlich immer noch nicht vorbei ist. Schauen wir da nochmal ganz kurz rein, was Julia Reda dazu gesagt hat. Tag für das Internet. Das Europaparlament hat der Einigung zum Urheberrecht zugestimmt, und zwar mit Artikel 11 und 13. Es war aber denkbar knapp. Der Antrag, dass man Änderungsanträge zulässt und die Möglichkeit schafft, Artikel zu streichen, wurde mit nur 5 Stimmen abgelehnt. Das zeigt, dass sich wirklich noch bei vielen was geändert hat. Allerdings muss man auch sagen, dass das Verfahren drumherum extrem unfair war und von Desinformationen und Verfahrenstricks gezeichnet. Gerade eben noch hat der Vorsitzende des Parlaments, Herr Tajani von der EVP, als er gesehen hat, dass manche EVP-Abgeordnete für Änderungsanträge gestimmt haben, die Abstimmung extra offen gelassen, damit man noch versuchen konnte, Druck auszuüben. Solche Dinge finde ich unfair, aber wir müssen natürlich mit dem Ergebnis leben. Jetzt, der nächste Schritt ist, dass es noch einmal in den Rat geht zur endgültigen Abstimmung über diese Reform. Hier kann nur noch die Bundesregierung die Reform stoppen. Wenn die Bundesregierung im Rat dagegen stimmt, voraussichtlich am 9. April, dann wäre eine Sperrminorität gegeben und die Reform könnte so nicht in Kraft treten. Das heißt, wir müssen jetzt noch mal alles tun, um die Bundesregierung dazu aufzurufen, sich an ihren Koalitionsvertrag zu halten und Uploadfilter abzulehnen. Wir haben also immer noch die Möglichkeit und können noch auf diesen Beschluss ein Stück weit einwirken. Wir können hingehen und versuchen, die Bundesregierung Deutschland davon zu überzeugen, dass dieser Beschluss anfechtbar oder es wert ist, nochmal angefochten zu werden, beziehungsweise vom Vetorecht Gebrauch gemacht wird. Ich muss auch ehrlich und offen mit euch sprechen. Ich weiß nicht genau, ob das dann nur über die Justizministerin geht, über Katharina Barley, oder ob es über andere Kanäle geht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass Kollegen wie Christian Solmecke und so weiter und so fort sicherlich da Rede und Antwort stehen werden. Und falls dann am 9. April entschieden wird, ey, das Ding geht durch und dann nach der Europawahl ist, dass wir dann relativ schnell herausfinden, an wen man sich zu wenden hat, um als Bürger Einfluss
Einfluss zu nehmen auf diese Gesetzgebung. Ich wäre einer derjenigen, die originalen Content schaffen, der sicherlich zum Teil auf Content anderer basiert, aber wenn ich mit diesen Leuten Lizenzen abgeschlossen habe, alles cool, alles fein, alles, was ich auf meinem Kanal mache, Fortnite-Gameplay, ich habe von Epic Games, ist okay, dass ich das machen kann, die Musik, die im Hintergrund läuft, ist lizenziert auf mich. Ich bin jemand, der zwar mit Hilfe Werken anderer, lizenzierter Werke anderer, Content schafft. Ich wäre jemand, der sogar daraus rein monetär wahrscheinlich sogar profitieren würde, weil ich da einfach nochmal weitere Lizenzgebühren für meinen Content, für Lizenzierung meines Contents einer Plattform einfordern könnte. Ja? Also ich selber sehe meinen Berufsstand oder mein Business überhaupt nicht in Gefahr. Ganz im Gegenteil, ich habe keine Plattform. Ich habe einen Minecraft-Server, ja, da steht ein Forum dahinter, das eventuell in Gefahr kommen könnte, aber das kriegt man auch gelöst. Also im Großen und Ganzen sehe ich mich selber gar nicht in Gefahr. Ganz im Gegenteil, ich wäre sogar wahrscheinlich jemand, der profitiert. Ebenso wie Rezo und viele andere YouTuber und auch eine Dougie Bee, die Schminkvideos macht oder weiß ich was, oder eine Bibi, die Vlogs macht, das ist ihr eigener Content. Da ist nicht dieses Wild-West-Szenario, was Axel Voss gezeichnet hat. Ja, das sind Leute, die erschaffen Original-Content und dieser Original-Content muss von einer Plattform auch lizenziert werden, ganz einfach. Ajax, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich wollte nochmal anmerken, dass es sich um eine Richtlinie handelt und im Zweifel auch Spielraum gibt. Unbedingt. Also ganz klar, diese Richtlinie heißt ja tatsächlich nur, dass sie von jedem Land frei, also nicht komplett frei natürlich, aber interpretiert werden muss in ein nationales Gesetz. Ja? Ich bin mir relativ sicher, fast schon grundauf davon überzeugt, dass die Gesetzgebungsverfahren jetzt schon im Gange ist, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt gerade um 20 Uhr gerade erst Sektgläser angestoßen werden bei verschiedenen Verlagen und Interessenverbänden und spätestens nach der Europawahl dann angefangen wird, dieses Gesetz zu formen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn wir nicht darauf Einfluss nehmen, dass dieses Gesetz relativ schnell steht, aber genau deshalb sind wir ja da. Deshalb sind wir als demokratische Bürger in der Pflicht, da mit einzuwirken und dahin zu gehen und zu schauen, dass das Gesetz, was im Endeffekt innerhalb von dieser 2 Jahre verabschiedet werden muss, anständig ist. Dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Eisli, deine Einschätzung. Denkst du, es könnten Bürgerkriege entstehen? Also ich glaube, dass aus einer tendenziellen Lappalie, die ja das Copyright gemessen an dem, was unser Alltag ausmacht, klar, das Internet ist wichtig für uns, aber ich glaube nicht, dass das der Anlasspunkt ist, einen Bürgerkrieg auszurufen. Ich denke vielmehr, dass es sicherlich weitere Demonstrationen gibt und ich hoffe, dass die Demonstrationen weiterhin so friedlich bleiben. Ja, ich kann einfach nur nochmal das wiederholen, was ich damals schon gesagt habe. Wenn ihr auf Demonstrationen geht, bitte geht hin, folgt den Anweisungen der Polizei, folgt den Anweisungen des Sicherheitspersonals, selbst wenn es spontan Demos sind und maskiert euch nicht. Es gibt ein Vermummungsverbot auf Demonstrationen, was ich auch sehr befürworte. Und man könnte natürlich sagen, ja, die Yellow West Proteste in Frankreich haben ja auch zu etwas geführt. Aber im Großen und Ganzen, seien wir doch mal ehrlich, wir kriegen das auch friedlich und argumentativ gelöst. Hier haben wir auch wieder Leipzig. Und genau das brauchen wir, Leute. Schaut euch das mal an. Für eine spontane Demo so viele Leute zusammengetrommelt zu bekommen, das ist schon stark. Das ist wirklich, wirklich, wirklich stark. Ja? Also das muss ich einfach mal sagen. Genau das brauchen wir jetzt. Hast du den Twitter-Tweet von Edward Snowden gelesen? Den habe ich tatsächlich noch nicht. Vergiss nie, was sie hier gemacht haben. Da die CSU hat nie mehr Internet. Das muss Internet. Ne? Vergiss nie, was sie hier gemacht haben. Da die CDU, CSU, EP gestimmt hat für nie mehr Internetfreiheit, muss das Internet nie mehr für CDU, CSU stimmen. Ja, im Großen und Ganzen absolut retweetenswert. Richtig. Also wer das Internet kaputt macht und wer das Internet final kaputt macht. Schauen wir uns mal ganz kurz hier an, Leute. Wahrscheinlich ist das die letzte Umfrage dazu gewesen. Schauen wir uns mal das an, wie viele grüne Stimmen wir sehen. Wir sehen hier gerade in der SPD sehr viel Zuspruch zu dieser ganzen Reform. Wir sehen auch hier bei den Grünen einiges an Zuspruch und auch hier bei der LKR einiges an Zuspruch. Jetzt schauen wir uns aber mal die Tabelle danach an, wie dann final abgestimmt worden ist. Und da sieht man einen exorbitant großen Unterschied, Leute. Schaut euch mal bitte an, wie viel Grün wir hier haben, wie viel Rot, ja? Dagegen ist in dem Falle gut, weil Leute dagegen gestimmt haben. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was diese Demos vielleicht doch ausgelöst haben und wie viele Menschen sich tatsächlich dann doch von dieser Demo haben beeinflussen lassen und wie viele Abgeordnete gesagt haben, oh, der öffentliche Protest ist so groß, wir möchten vielleicht, wir überdenken unsere Ansichten da nochmal und möchten vielleicht doch etwas anderes als Partei aussagen, als sich dafür auszusprechen. Gerade bei der SPD ist das sehr, sehr, sehr klar zu sehen, dass die SPD sich komplett, auch sie ist eigentlich dagegen gewesen, da gab es wohl einen technischen Fehler in der Anzeige, dass die SPD sich komplett als Partei dagegen gestellt hat, obwohl das vorher nicht der Fall gewesen ist. Das heißt, die Demos sind auf jeden Fall angekommen und die Demos sind auf jeden Fall letztendlich funktionär gewesen. Und wir dürfen jetzt nicht aufhören zu kämpfen und wir dürfen jetzt nicht aufhören, weiter
an diesen Regularien zu fallen. Wir müssen jetzt noch mehr, viel, viel mehr als zuvor, ja, weiterkämpfen. Denn das, was wir gerade erlitten haben, ist ein herber Rückschlag. Das gestehe ich uns zu. Aber es ist auch der Nährboden für einen Neuanfang. Denn wir können jetzt, wie gesagt, in der Europawahl final quittieren, was wir von dieser etablierten Politik halten. Und können dann hingehen und nach der Europawahl aktiv am Gesetzgebungsverfahren teilnehmen. Ich bin extrem dankbar dafür, dass ihr euch das heute reingezogen habt. Bis dann, haust rein. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem Ganzen, was ich hier abgeliefert habe.